Wir bekommen es quasi mit einer Wetterzweiteilung zu tun. Auf der einen Seite gibt es immer mal wieder Regen, auf der anderen Seite oft Sonnenschein und zur Wochenmitte bekommen wir zumindest fast alle ein bisschen Sonne ab. Grüße euch an dieser Stelle. Die Großwetterlage hat sich im Grunde nicht viel verändert. Immer noch liegt das Hoch auf dem Atlantik, genauso liegt das Hoch über dem Kontinent und hinter mir liegt das Tief über Mitteleuropa, was ja gar nicht ein Tief ist, sondern eigentlich zwei. Und genau dazwischen strömt jetzt die Luft aus dem Süden und hier muss die Luft absinken. Und wenn Luft absinkt, dann erwärmt sie sich, sie trocknet aus und das Ergebnis ist, die Wolken lösen sich auf. Man nennt das Ganze Föhneffekt und das hat wiederum negative Auswirkungen auf die Niederschläge, die in den kommenden Tagen kommen, vor allem in der Osthälfte Deutschlands. Heute eben mit fast überall gleichmäßigem Wind aus Süden, genauso wie morgen. Am Donnerstag, wenn dann im Westen die neue Niederschlagsfront reinkommt, dreht der Wind im Osten auf Südost und haut gegen diese Niederschlagsfront und bremst sie aus. Was das zur Folge haben wird, gucken wir uns gleich an. Am Freitag ist der Wind relativ gleichmäßig aus östlichen Richtungen und am Samstag kommt dann die nächste Regenfront aus dem Südwesten an und die zieht dann eben am Sonntag nach Nordosten. Und der Niederschlag ist auch dementsprechend verteilt, nämlich in Deutschland fast nichts. Der ganze Niederschlag liegt um Deutschland herum, bis auf die Region in und an den Alpen. Hier fällt am meisten 80 bis 100 Liter auf den Quadratmeter bis Montag früh. Und im Norden fällt ein bisschen 10 bis 20, sonst lächerliche 0 bis 6 Liter auf den Quadratmeter eben im Osten und auch Richtung Mitte 7 bis 15 sind es im Westen. Und somit ist es eben im Osten am schönsten. Auch heute am Dienstag bekommen wir es im Osten mit viel Sonnenschein zu tun, ein paar Quellwolken und auch mal diese mittelhohen bis hohen Wolken, wo die Sonne dann so milchig durchscheint. Im Westen ist es meist trüb und bewölkt. Richtung Nachmittag kommen dann hier leichte Niederschläge auf. 12 bis 18 Grad sind die Temperaturen. Der Mittwoch, der wird dann für fast alle der schönste Tag. Bis auf im Süden, direkt so an den Alpen. Da gibt es Regen bei kühlen 13 Grad. Und abgesehen von den paar Schauern, die im Westen auftreten, wird es ordentlich. Meist überall mit 16 Grad auf der See, 19 bis 20 Grad sonst an Höchsttemperatur. Am Donnerstag, da kommt dann eben im Westen dieser Niederschlag rein und der zieht dann bis zur groben Mittagszeit in die Mitte. Dahinter gibt es phasenweise mal ganz kleine Auflockerungen. Im Rest des Landes hält es sich. Auf der Nordsee gibt es Wind, die Temperaturen liegen mit Sonnenschein im Osten bei 22, im Regen bei kühlen 13 Grad. Und ihr erinnert euch eben an den Wind aus südöstlichen Richtungen, der bremst diese Niederschläge und somit lösen die sich im Laufe der Nacht zu Freitag auf und der kommt gar nicht erst im Osten an. Im Osten bleibt es einfach sonnig mit 16 bis 18 Grad, sonst bekommen wir es mit vielen dichten Wolken zu tun, teils ist es trüb in der Westhälfte, 17 bis 20 Grad, auf der Alpensüdseite fällt Regen. Am Samstag kommt dann im Südwesten neuer Regen an. Im Osten ist es derweil noch schön mit bis zu 23 Grad und dieser Regen, der breitet sich dann im Laufe des Samstags immer weiter auch Richtung Mitte aus. Hier ist es dann auch am kühlsten mit 11 bis 17 Grad. Am Sonntagmorgen liegt dann der Regen im Nordosten rund um die Ostsee und auch Richtung Schleswig-Holstein. Dazwischen gibt es einen Streifen, wo es dann mal aufklart. Im Südwesten kommen neue Niederschläge rein. Mit Sonnenschein bekommen wir dann im Osten 20 Grad, im Regen kühle 9 Grad und allgemein nimmt auch der Wind deutlich zu.